Stadt. Hinter mir ist mein Haus, da wohne ich. Vor mir ist der Tafelberg. Da oben ist der Lineset, also eigentlich alles, was man braucht. Darunter geht's zum Feiern, zum schönen Essen gehen, einfach Spaß haben. Und eigentlich kann man hier perfekt leben. Mein Name ist Theresia, ich komme aus Bochum, bin 24 Jahre alt. Ich habe gerade meinen Bachelor in Geschichte und Philosophie gemacht und bin jetzt hier nach Kapstadt gekommen, um ein Praktikum bei einem Online-Magazin zu machen. Für Students Go Abroad habe ich mich entschieden. Ich habe halt ein bisschen im Internet recherchiert, was es für Agenturen gibt, wie die vorgehen, was die machen, habe ein paar Rezensionen gelesen und habe mich im Endeffekt dafür entschieden, weil ich eigentlich nur gute Erfahrungsberichte gelesen habe und ich dachte, da wäre ich ganz gut aufgehoben. Nach Kapstadt bin ich da angekommen, weil das war eigentlich schon immer irgendwie ein Wunschziel von mir, generell Südafrika und Kapstadt ganz besonders. Von meinem Praktikum nehme ich besonders mit, wie unterschiedlich einfach bestimmte Arbeitsmentalitäten sein können. Ich habe zum Glück ganz viel Glück gehabt mit meiner Praktikumstelle, aber auch wie wichtig Teamarbeit sein kann und wie man sich einfach in so ein Online-Magazin reinhängen muss. Das Highlight in meinem Praktikum war eigentlich erst gestern. Wir haben den Lippen Challenge Cup begleitet und konnten das erste Rennen dieser Segelregatta mitverfolgen. Und es war einfach super spannend, hat super viel Spaß gemacht, weil wir auf dem offenen Meer waren, eine Segelregatta mitbegleiten durften und man sowas einfach nicht alle Tage macht. Geld in meine Kasse bringen und dann meinen Master machen. Was ich aus der Zeit hier in Kapstadt einfach mitgenommen habe, ist, dass ich wirklich gerne ins Ausland gehen möchte und doch ganz gerne im Ausland bleiben möchte. Ich könnte mir super gut vorstellen, nach Kapstadt auszuwandern, weil ich es einfach total schön hier finde. Aber es müsste wahrscheinlich noch nicht mal Kapstadt unbedingt sein. Südafrika generell könnte ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen mehr von der Welt sehen und dann muss ich mich entscheiden.